Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia The True Thrones. In der letzten Folge haben wir ja das Rätsel hier gelöst mit den Plattformen. Zumindest haben wir unsere Brücke nach oben gefahren und ja, da laufen wir doch jetzt geschwind drüber, oder? Ich meine, wir wollen ja hier vorankommen. Und irgendwie ein bisschen was erreichen. Halt! Keinen Schritt weiter! Oh, die Monstermotte. Ich bin beeindruckt, dass ihr mein Empfangskomitee überwunden habt. Beeindruckt, aber auch verärgert. Denn ihr habt meine stärksten Verbündeten getötet. Es wäre nicht recht, das ungesehen zu lassen. Farah wird eine bezaubernde Königin abgeben. Eines Gottes würdig. Natürlich nach ein paar kleinen Wandlungen. Lasst sie gehen! Ihr tut so, als hättet ihr ein Wort mitzureden. Doch das habt ihr nicht. Okay. Grüßt euren Vater! Dem Prinzen war der Tod in dieser finsteren Grube sicher. Farah war fort. Der Visier außer Reichweite. Man hatte ihn gewarnt, die Reise würde kein gutes Ende nehmen. Aber erschreckt nicht. Die Verwandlung des Prinzen rettete ihm das Leben. Auch ein Leid kann Gutes bringen. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Ja. Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiterzuerzählen. Ja, wir sind, es wird irgendwie alles immer mystischer und genialer. Erneut hast du uns den Sieg gestohlen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier dieses Weib zu verfolgen noch was holen kann. Ohne deine Eskapaden wären wir nie in eine solche Lage geraten. Genug! Ihr hattet nur Spott und Hohn für mich übrig. Ich weiß nicht, was ihr plant, aber ich vertraue euch nicht. Und ich schäme mich, dass ich es je tat. Ich habe nur die edelsten Absichten. Ich weiß nun, was es heißt, edel zu sein. Ihr seid es gewiss nicht. Du selbstgerechter Bastard! Ich erdulde euch schon zu lange. Lasst mich meine Aufgabe zu Ende bringen. Und dann sehen wir, was mit euch geschieht. Oh ja, ich vergaß, dass du das Sagen hast. Ja. Damit ist auch endlich dieses Gespräch vorbei zwischen den beiden und ich bin wieder fast tot. Aber hier gibt's Sand. Jede Menge Sand. Alles meins. Gib mir den Sand her. Ich bin das Sandmonster. Ich brauche Sand. Ja, das solltest du direkt von Anfang an vielleicht mal machen mit der Kette. Man kann sich viel mehr zerstören. Aber egal, will er nicht, hat er nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht dumm, dass ich hier alles kaputt gemacht habe. Nicht, dass das unser Ausgangspunkt ist, wo wir öfter mal hin können müssen. Denn wenn doch, dann könnte das lustig werden. Ich denke, das ist die falsche Richtung. Denn da fällt man runter. Also geht's in die andere Richtung weiter. Ja, wir sind ein paar Etagen tiefer gefallen. Und in ein optisch total geniales Gebiet, wie ich finde. Also, wow. Dieses Dunkle, das ist... Ich find's schön, ich find's genial. Also mir gefällt's ihm gerade sehr, sehr gut mal wieder. Und irgendwo hier scheinen wieder mal Gegner zu sein, weil unser Prinz hat mir schon seine Waffe gezogen. Und ich habe keinen Plan, wo ich lang soll. Soll ich mich hier runterlassen? Versuchen wir es einfach mal. Was bleibt mir auch anderes übrig? Oh, danke Monster. Ich brauche euch nicht gerade. Ich habe nämlich fast kein Sand mehr, Leben mehr. Her damit. Sehr schön. Gibt alles immer wieder Leben. Hier haben sie jetzt zwar einen kleinen Vorteil, sie können zwischendurch mal blocken, aber... Interessiert uns ja nicht weiter. Wir drücken fleißig und geschwind die E-Taste. Erledigen die Viecher hier relativ zügig. Sterben ist fast nicht möglich. Ich meine, hey, hier gibt's genug Sand von den Viechern. Wie sollte man dabei sterben können? Hm? Ja. Und schon scheinen wir auch das geschafft zu haben. So, wir sind auf der anderen Seite und das hört sich schon wieder so an, als würde hier gleich alles zusammenbrechen. Deswegen schnell weiter. Auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, wo es lang geht, aber das finden wir alles noch raus. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier raus wollen. Ach du schöne Sache. Das ist genial. Also das mit dieser Kette, ich liebe es. Es ist einfach göttlich, dass man hier so außen rum und hoch und runter und rechts und links und... Also es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß ohne Ende. Sogar so viel Spaß, dass ich fast die Uhrzeit vergessen hätte. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Wuhu! So. Hier kann ich mich nirgendwo festhalten.
Brauche ich auch gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Loch vor mir. Aber nö, ist es nicht. Und zwei Gegner gleichzeitig erledigt. Unabsichtlich wohlgemerkt, aber zwei Gegner gleichzeitig erledigt. Und wir können hier mal... Ja, komm, greif mich mal an. Komm, greif mich an. Na los, trau dich. Greif mich doch mal an. Ich will was zeigen. Zabam! Das war der Sandsturm. Ja. Den musste ich euch jetzt auch noch vorführen. Ihr sollt alles sehen. Und da gehört auch der Sandsturm mit dazu. Und ihr habt doch gesehen, gut zu vier hat er uns geklappt. Schau dich um. Wir stecken in einem Brunnen. Aber hörst du Wasser? Siehst du es? Spürst du seine feuchte Umarmung? Warum? Ich schätze, es ist weg. Der Visier hat es abgeleitet. Wie lange bleibst du bei Kräften? Wie lange hast du deinen Körper im Griff? Ja, das sind Fragen über Fragen, die ich hoffentlich beantworten kann. Nachdem ich mir erstmal wieder ein bisschen Sand besorgt habe von euch. Denn meine Lebensenergie, die sinkt mal wieder stetigst. Ja, ich triff mich ruhig ein paar Mal, das ist kein Problem. Ach, schön, schön. Also als Devil Prince, ich mag, es macht einfach nur Bock. Die zwei, drei Treffer, die ich abbekomme. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht mal wieder an einem Lebensupgrade vorbeigelaufen, aber ich denke nicht. So, jetzt reicht's aber hier. Dürfte ich jetzt auch mal wieder zum Zug kommen? Danke. Jetzt reicht's. Jetzt gibt's hier wieder Kettenaction. Ja, während ich schlabbere, irgendwie komme ich dann nicht so vernünftig in den Angriff rein, wie ich es gerne hätte. Vielleicht sollte ich während der Kämpfe ruhig sein, aber das wäre ja langweilig. Deswegen mache ich sowas auch nicht. Ab nach unten. Hier unten sieht schön aus. Schön groß. Tick-Tack, Prinz. Tick-Tack. Ja, mach mir keinen Stress. Hier sind irgendwie Lichter in der Wand drinne eingearbeitet. Und diese Segen sieht man verdammt schlecht. Ja, genial, genial. Wieder meine 100. Sekunde zu früh losgelaufen. Durstig. Ausgelaugt. Schön, schön. Bitte fall nicht runter. Och, das war knapp. Schön, wenn manche Sachen hier echt so eng getimed sind, dass man keine Zeit hat, irgendwie nachzudenken. Ja, da geht es jetzt nur darum, dass ich mich an der zum richtigen Zeitpunkt loslasse. Nämlich genau jetzt nicht. Doch, er hat sich festgehalten, oder? Ach Gott, verdammte schöne Sache hier. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt aber. Meine gute Güte, nee. Bitte lass jetzt da gleich wieder Sand sein. Oder Wasser. Oder eine Mischung aus beiden. Aber keine weiteren Fallen. Na, das war ja so klar. Sand, Sand. Hier gibt's Sand. Jede Menge Sand, alles her damit. Oh, den Sand zum wieder zurückspulen. Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Deswegen müssen wir uns hier beeilen. Ich hoffe, das war richtig, was ich jetzt gemacht habe. Denn da musste ich jetzt einfach intuitiv reagieren. Mir blieb nichts anderes übrig. Aber es sieht nach einem guten Weg aus, den wir hier gehen. Zeit ist ebenso kostbar wie flüchtig. Zeit ist etwas, das dir am meisten fehlt. Puh. Okay, da habe ich jetzt drei Treffer in Kauf nehmen müssen. Aber ich habe ja gesehen, die Dixie da... Leck mich. Sand. Und jetzt wird das Spiel echt grausam. Also grausam in Bezug auf gemein. Oh mein Gott, ey. Noch knapper kann man das doch hier wohl alles nicht mehr machen, oder? Also Entwickler, ja? Ich weiß, ihr habt es gut gemeint, aber man kann es auch ein kleines bisschen übertreiben. So, hier muss ich mir jetzt richtig fallen lassen. Ich kann es natürlich auch sein lassen. Ich denke, ich darf hier... Nee, oder? Doch, ich muss hier langlaufen. Ja, damit hatte sich das auch schon erledigt. Ich bin fast tot, ohne dass ich hier einen Weg gefunden habe. Los! Lauf los! Ach, zu viel. Gerade weiß ich nicht so ganz, was das alles soll. Ich habe zwar einen Plan, aber der lässt sich nicht umsetzen, da ich mich immer wieder... Ach komm, Leckum. Gut Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Ich bin Hello1986, wir spielen
Prinz of Persia, The True Thrones. Bis dann.